Ja, hallo, hallo, ihm, Christian Schemmer, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Und beantworte mal wieder eine Dating-Frage oder Beziehungsfrage. Kannst du auch machen über ein Formular auf liebeschiff.de. Ich komme einfach nicht dazu, hier mein Büro zu Ende auszupacken. Es ist, Bude ist voll. Und ja. Naja, aber schauen wir mal. Nachricht von Naftrefkula. Lieber Christian, erstmal vielen Dank. Also es geht um das Thema Angst vor Ablehnung. Erstmal vielen Dank für deine wertvolle Arbeit und du hast mit deinen Videos, Kursen und Büchern schon sehr geholfen. Nun habe ich auch mal eine Frage, zu der ich bisher wenig bei dir gefunden habe. Ich habe mich bisher selber als Pluspol identifiziert und habe in Beziehungen immer so zur Co-Abhängigkeit geneigt. Mehr dazu findest du bei mir im Modul 1. Nun bin ich seit einiger Zeit Single und habe viel an mir gearbeitet. Es geht mir aktuell sehr gut und ich genieße mein nice, geiles Leben. Nun zu meiner Frage. Ich stelle immer wieder fest, dass ich in Dating-Situationen meine Angst vor Ablehnung spüre. Ja, die haben wir alle. Überraschung. Die hat jeder natürlich in unterschiedlichem Ausmaß. Das ist natürlich korrekt. Und je mehr man Übung ist, und also Dating, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass man das machen soll unbedingt, aber je mehr man Dating übt, umso lockerer wird man da auch, wie bei allen Sachen im Leben, und aber ganz geht die nie weg, bei niemandem, ne? Ich weiß, dass die Angst aus der Kindheit kommt, da ich selber nie ich selber sein durfte. Ich habe mich immer anpassen müssen, um Liebe zu bekommen. Ja, verstehe ich. Ich würde das trotzdem mal überlegen, ob dir das nicht mehr bringt, das im Hier und Jetzt anzugucken. Ne? Also ich habe auch diesen Glaubenssätze-Kurs, aber einfach mal zu gucken, was für Glaubenssätze sind da, weil diese Angst vor Ablehnung, die ist ja nicht, die kommt ja nicht aus dem Nichts oder so, ne? Die kommt ja aus irgendwelchen Gedankenstrukturen, die man aber so schnell denkt, dass man häufig gar nicht, es gar nicht merkt, dass man erstmal überlegen muss, was denke ich denn eigentlich, ne? Zum Beispiel könnte ein Glaubenssatz sein oder ein Gedanke, wenn ich abgelehnt werde, dann sagt das über mich aus, dass ich nichts wert bin. Oder wenn ich abgelehnt werde, dann bin ich ein unattraktiver Mensch oder irgendwie sowas. Und dann wirklich da konstruktive Gedanken zu finden und die dagegen zu setzen, ist zum Beispiel, jede Ablehnung ist ein Geschenk des Universums, weil das wäre eh nur missbar rausgekommen. Und genau, also dass solche Sachen sich mal reinzuziehen und auch, wie gesagt, dieses mit direkt mit Verhalten arbeiten bringt häufig so viel, also gar nicht so viel zu überlegen, wo kommt das her? Ja, wir hatten alle, ich kenne seine Kindheit nicht, aber wer hatte schon eine rundum schöne Kindheit? Das ist auch kein Front gegen Eltern oder so, das ist einfach schwierig, ne? Und ja, lieber, also es gibt ja auch diese Shame-Attack-Übungen, die finde ich so ein Selbstbehauptungstrainings, die finde ich auch super spannend, dass man einfach mal so sich direkt in peinliche Situationen begibt. Zum Beispiel, es gibt so Leute, die machen so Challenges, ich lasse mich 100-mal ablehnen beim Dating und einfach um zu merken, es passiert nichts, ja, dann wirst du abgelehnt. Ja, so what, ne? Es gibt so eine Story von Albert Ellis, das ist so der Begründer der rational-emotiven Therapie, RET, der soll eine Frau gesucht haben und der soll einfach auch so als Shame-Attack-Übung auch 400 Frauen angesprochen haben und einfach so, ja, willst du mit mir eine Beziehung haben, so ganz stumpf, überall. Und eine wollte dann auch und mit der ist er dann verheiratet auch, ne? Also, und es gibt ja so Leute, die gehen in die Bar und sprechen eine Frau nach der anderen an, willst du mit mir schlafen, willst du mit mir schlafen? Und eine macht es dann so, ne? Und also das heißt, es ist auch ein bisschen eine Frage der Menge und der Coolness, die man üben kann. Ne? Ich weiß, das macht vielleicht nicht immer Spaß so, aber sich einfach mal klar machen, ja, da wäre ich eben abgelehnt. Ja, nicht immer, oh, mein inneres Kind und das Arme und Gutzi Gutzi und jetzt male ich mal ein Bild und nee, müsst ihr nicht, ne? Nicht, dass es nicht auch Sinn macht, aber in dem Fall, ja, vielleicht kommst du über Glaubenssätze, da gibt es natürlich auch eine Schnittstelle zum inneren Kind, ist ja klar, ne? Das ist letztlich ja auch nicht so anders, aber vielleicht hilft dir das. Am liebsten möchte ich dann wieder aus dem Kontakt gehen. Ja, du solltest wirklich üben, abgelehnt zu werden. Du gehst auf ein Date und sagst, heute wäre ich abgelehnt. Ne? Das mache ich dann zwar nicht, ist aber wahnsinnig schwer, nicht wie ein altes Muster zu verfallen, dem Mann gefallen zu wollen. Ja, ich verstehe dich, aber
Wollen wir nicht alle so ein bisschen dem Date gefallen? ist ja die Frage nur, ob man seine Standards und Dealbreaker verbiegen lässt. Aber ein bisschen gefallen wollen wir doch alle. Was kann mir helfen, souveräner zu werden? Ja, üben, üben, üben. Ich möchte gerne unabhängiger von der Meinung anderer sein. Ja, mach einen YouTube-Kanal. ja, mach einen Twitter-Kanal und poste ganz normale Sachen, irgendwie die Erde ist rund oder so. Ja. naja. Ah, okay, das nur am Rande. Aber auch das, ja, mach dein Ding, ne? Aber ich wollte aber auch zu Weihnachten mal so ein Selbstbehauptungstraining mal anbieten und ja, genau. Normalerweise habe ich keine Kontaktschwierigkeiten, nur im Dating bin ich schnell unsicher, wenn ein Mann keine klaren Signale sendet. Naja, aber die Frau führt. Der Mann macht die Dates, aber die Frau führt eigentlich den Prozess, dann lehnst du dich zurück und du gibst deine Signale und entweder er macht einen Move oder nicht. Deswegen macht doch mal die Datingkurse, die machen euch das ganz einfach, ne? Und wenn der Mann keinen Move macht, dann ja, kannst du nach Hause gehen und kannst sagen, entweder er hat keine Eier, keine Cojones oder er hat kein Interesse. Beides will ich nicht. Fertig, zack, nächstes. Total, es ist super einfach. Glaub mir echt. dein Selbstliebe-Kurs kenne ich schon. Kann mir auch eventuell der Kurs Selbstliebe Advanced weiterhelfen. Ja. Oder eine Therapie. Ja, meine Therapie könnt ihr natürlich, wenn eine entsprechende Indikation vorliegt, das ist ja außerhalb hier der Themen, die ich hier behandle, könnt ihr natürlich immer machen. Und ich weiß nicht, ob du Therapie meinst oder Selbsterkundung, Persönlichkeitsentwicklung. Für eine Therapie müsste ja auch entsprechende Indikationen da sein. Aber von den Kursen kann ich auf jeden Fall sagen, wäre Glaubenssätze und Datingkurs, glaube ich, besser. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao.